Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zum vierten Talk hier auf dem roten Sofa der DVZ auf der diesjährigen IAA Nutzfahrzeuge. Und in dem jetzigen Talk werden wir uns mit dem Thema Trailer beschäftigen. Trailer ist ja für die Fuhrunternehmer im Grunde genommen das wichtigste Element in ihrem Fuhrpark, denn damit verdienen sie ja auch Geld. Ich darf hier bei mir auf dem Sofa Volker Seitz begrüßen. Er ist Unternehmenssprecher bei Kögel. Traditionsmarke ist jedem hier auf der Messe bekannt. Herr Seitz, erstmal herzlich willkommen und dann gleich mal eine etwas provokante Frage. Bei Ihnen hat sich ja einiges bewegt. Da war ja prominenter Besuch aus dem Reich der Mitte. Haben Sie denn Ihr Chinesisch schon aufpoliert? Ja, zunächst mal vielen Dank für die Einladung, Herr Benühr. Ich darf auch meinen Chef, den CEO von Kögel, Thomas Heckel, entschuldigen. Er ist heute genau in dieser Sache in unserer Zentrale in Burtenbach mit dem chinesischen Partner WeiJie. Nein, wir sind und bleiben eine schwäbisch-bayerische deutsche Firma, wie man vielleicht auch an meinem Akzent hört. Mein Chinesisch beschränkt sich auf einige wenige Worte. Nein, wir legen weiterhin Wert auf den Kernmarkt Europa, in dem wir stark sind und in dem wir auch weiter wachsen werden. Dennoch, Sie wollen nach China aufbrechen. Das ist ein Weg, den viele Lkw-Hersteller schon gegangen sind, den auch in der Trailerbranche ein Unternehmen schon eingeschlagen hat. Es scheint also doch sehr sinnvoll zu sein. Wie soll sich denn sowas gestalten? Ist das ein Joint Venture nach chinesischem Muster? Und die Frage, Sie haben es zwar schon fast beantwortet, aber könnte es sein, dass die Chinesen auch ein bisschen Appetit auf Europa bekommen? Na, zunächst ist es mal so, dass China definitiv ein Wachstumsmarkt ist mit einem Lkw-Volumen pro Jahr, Zulassungen vom 2- bis 3-fachen in Europa. In unserer strategischen Analyse, Marktanalyse und im Rahmen unserer globalen Wachstumsstrategie spielt China und ein entsprechender Kooperationspartner eine sehr, sehr wichtige Rolle. Jetzt sind Sie mir ausgewichen. Die Frage ist, haben die Chinesen Appetit auf Europa, auf ein Standbein, was sie hier haben könnten? Es gibt über 1 Milliarde Chinesen. Ich weiß nicht, ob die Chinesen Interesse an Europa haben. Ich sprach von WeiJie. Wir haben eine Kooperationsvereinbarung geschlossen mit einem sehr, sehr großen chinesischen Partner, der immerhin 100.000 LKWs produziert. Das ist mehr als beispielsweise die Firma MAN. Über die Inhalte haben wir oder hat unser Inhaber Ulrich Humbauer auf der Pressekonferenz nur so viel erzählt, dass wir in Entwicklung, in Produktion und vielleicht auch in Vertrieb zusammenarbeiten. Dann lassen wir das soweit im Raum stehen. Ich bin gespannt, wie die weitere Entwicklung sein wird. Aber Stichwort Entwicklung. Sie haben ja eine ganze Menge Neuheiten mitgebracht. Ich habe mir einiges angeschaut. Können Sie ganz kurz mal skizzieren, wo die Hauptpunkte in diesem Jahr bei Ihnen gelegen haben? Wir haben insgesamt eine Vielzahl, weit über ein Dutzend Neuheiten auf der Messe hier auf der IAA. Ich will jetzt nicht alle erläutern, aber vielleicht die drei Highlights. Highlight Nummer eins, unser Messe-Highlight, der neue Kögel Cool Pro Ferro Quality. Ein Fahrzeug, wo wir deutlich das Eigengewicht reduziert haben und damit die Payload erhöht haben. Übrigens, Payload ist sexy. Der Truck selber ist sexy, aber Payload ist more sexy. Weil dort wird das Geld verdient. Das deutsche Wort für Payload ist nämlich Nutzlast. Und mit der Load verdient man das Geld. Also wir haben dort beim neuen Cool die Payload verbessert. Wir haben die Wandstärken verbreitert und trotzdem die Höhe, die Innenhöhe des Fahrzeugs erhöht. Also quasi die Quadratur des Kreises geschafft. Ja. Und weitere Dinge übernommen, beispielsweise den Aluboden in der Serie mit einer Reduktion der Lärmemission von 10 Dezibel. Das heißt, die Hälfte der Lautstärke gegenüber dem bisherigen Modell. Und wie war bisher das Interesse, die Resonanz darauf, auf das Konzept? Natürlich sehr gut. Wie viel haben Sie denn schon verkauft? Wir haben auf dieser IAA im Vergleich zum vor letztem Jahr deutlich mehr verkauft, im zweistelligen Prozentbereich verkauft. Sogar an einem Tag wie Samstags, der eher als Familientag bekannt ist, haben wir eine fast dreistellige Stückzahl an Fahrzeugen verkauft. Das macht uns sehr, sehr glücklich und sehr stolz.
Also sind Sie auf einem guten Kurs. Sie sprachen aber von drei Highlights. Eins haben wir jetzt gehört. Was sind die anderen beiden? Ja, wir Schwaben haben manchmal ein bisschen Probleme mit dem Zählen. Jetzt kommt das zweite und das dritte. Das zweite Highlight ist unser Kipper, Kögelkipper. Dort stellen wir verschiedene Materialmixe vor, beispielsweise, was jetzt hier das Exponat ist. Unten die Mulde aus Hardox, SSAB Hardox. Die rechte Seite mit Kohlefaser-Seitenwand und die linke Seite aus Aluminium, um einfach zu zeigen, was denn alles möglich ist an einem Kipper. Und Nummer drei? Danke. Nummer drei ist der Kögel 10G Trailer. Was heißt 10G? Compressed Natural Gas. Der Trailer hat jetzt erstmals die Möglichkeit, die Sattelzugmaschine, die gasbetriebene Sattelzugmaschine mit Gas zu betreiben. Dadurch eine Verdreifachung der Reichweite von Gassattelzügen, Sattelzugmaschinen. Das war bisher immer so das kleine Manko von Sattelzügen. Die waren eher innerstädtisch im Einsatz bis zu 300, 350 Kilometer. Mit unserem Trailer kommen wir weit über 1000 Kilometer, reduzieren den CO2-Verbrauch um 70%. Ein Beispiel, aerodynamisch optimierte Fahrzeuge, die wir hier auf der Messe auch sehen, bringen im Echteinsatz zwischen 5% und 15% Reduktion CO2. Das war uns zu wenig, wir haben das natürlich auch, aber wir gehen auf 70%, bis zu 70% Reduktion bei CO2. Da brauchen Sie natürlich einen Partner, der die richtige Zugmaschine zur Verfügung stellt. Bei dem ersten Termin mit dem CNG-Trailer habe ich gesehen, es war ein Mercedes Econic. Sicherlich ein spannendes Fahrzeug, aber für den Fernverkehr nicht unbedingt geeignet. Gibt es da andere Partner, mit denen Sie ganz gerne was aufsetzen wollen? Und welchen Zeithorizont setzen Sie sich dabei? Ja, ganz richtig. Wenn man natürlich die Reichweite erhöhen, macht es natürlich Sinn mit einer Fernverkehrssattelzugmaschine. Es ist so, dass auch hier Kögel etwas der Innovationstreiber ist. Wir sind also an der Stelle, was Gas angeht, was Reichweitegas angeht, etwas der Fahrzeugindustrie voraus. Es gibt einige Hersteller, die so langsam uns nachziehen und jetzt auch Gasmotoren bringen, oberhalb von 300 PS. Die Namen sind bekannt, es ist eine schwedische Firma, es sind mitteleuropäische Firmen, die dort tätig sind. Wir hören auch von einer großen Stuttgarter Firma, dass sie auch dort tätig sind. Das ist ein wichtiges Thema. Nochmals, 70% Reduktion CO2, das ist ein Wort. Wann können wir denn mit der DVZ den ersten Zug begleiten? Eigentlich nach der Messe steht das Fahrzeug da hinten. Ich muss noch mit meinen Kollegen von der Entwicklung und vom Vertrieb reden, weil das Fahrzeug ist natürlich nachgefragt. Wird bei einigen Verladern und auch Spediteuren angefragt. Und dann können wir das aber mal gemeinsam in Angriff nehmen. Das nehme ich doch sehr gerne an, das Angebot. Andere Geschichte, die mich wirklich beschäftigt, ist, wir haben hier sehr viel über Telematik schon gesprochen an diesem Stand, auf dieser Messe. Sehr viel ist da passiert in der Anbindung der Fahrzeuge, auch der Trailer über Online-Plattformen. Wie weit ist Kögel da? Haben Sie Nachholbedarf? Wie sieht's aus? Wir hatten sicherlich Nachholbedarf, deshalb haben wir auch Mitte des Jahres uns mit WABCO zusammengetan, deren Telematics auf unsere Fahrzeuge adaptiert, nennt sich bei uns Kögel Telematics, sodass wir auch unseren Kunden das Thema Telematik anbieten könnten. Jetzt werden Sie natürlich fragen, gibt es eine Weiterentwicklung? Und ich werde natürlich sagen, natürlich gibt es eine Weiterentwicklung. Die Details verraten wir aber dann, wenn es soweit ist. Haben Sie da einen Zeithorizont? Wann wollen Sie uns was verraten? Ja, wir haben ihn. Okay, also ich sehe schon, Sie sind eine harte Nuss, schwer zu knacken. Gut, wir warten einfach mal ab, was da passiert. Nur so viel, eine Konsolidierungsplattform im Internet ist sicherlich dann auch denkbar. Denkbar ist alles, Herr Benio. Okay, also jetzt zum Abschluss. Sie hatten es ja schon angerissen, die Entwicklung der hier auf der Messe ist erstaunlich angesichts der wirtschaftlichen Entwicklung in Europa, gerade für die Trailerhersteller ausgesprochen erstaunlich. Meinen Sie, das wird anhalten? Also jetzt haben wir eine Euphorie, auf der Messe wird sehr viel eingekauft. Wird das in den nächsten Monaten anhalten? Wird das Geschäft laufen? Wir beobachten natürlich den Markt in Westeuropa, Osteuropa und auch sonst auf der Welt sehr intensiv.
Wir bei Kögel sind froh, dass wir sagen können, seit 2,5 Jahren haben wir kontinuierlich eine Absatzsteigerung, eine Marktanteilsteigerung in vielen, vielen europäischen Ländern, in der Mehrzahl der europäischen Länder. Es ist aber auch wahr, dass wir in einigen Ländern einen Marktrückgang verspüren. Glücklicherweise können wir dort den Marktrückgang etwas kompensieren. Wir steigen stärker als der Markt oder weniger stark geht uns Absatz zurück. Ja, was die Zukunft bringt, spannendes Thema. Wir sind für alles vorbereitet. Wir haben verschiedene strategische Optionen, die wir in der Produktion auch auf strategischer Seite bereithalten. Wir sind bereit. Sicherlich ist so eine Kooperation wie mit WJ auch ein Teil, sich auf volatilere Märkte in Europa einzustellen. Wichtig aber, Europa ist und bleibt unser Kernmarkt bei Kögel. Herzlichen Dank, Herr Seitz, für teilweise zögerliche, aber doch ansonsten sehr sehr spannende Ausführungen. Ich möchte Ihnen auf dieser Messe noch viel Erfolg wünschen und viele spannende Gespräche. Dankeschön. Und wir werden uns sicherlich in der nächsten Zeit mal darüber unterhalten. A, über den Gastrailer, B, über Ihren vielleicht demnächst Partner in Fernost. Und da freue ich mich auch schon drauf. Ich auch. Dankeschön. Danke für die Einladung, Herr Benühr. Gern.